Good morning in the morning. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Ich weiß, ihr freut euch alle extrem. Genauso wie ich mich gerade freue, um 8 Uhr morgens aufzustehen. Wir fahren heute mit den Jungs in den Urlaub. Ganze wichtige Informationen droppe ich euch später. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal duschen gehen und dann geht's eigentlich schon auch fast los. Problem an der Nummer, ich habe seit gestern extreme Rückenschmerzen und die halten immer noch an und ich muss jetzt Auto fahren über 6 Stunden mit denen. Ich habe gar keinen Bock, ich sag's wie es ist. Vergessen zu filmen, wie ich dusche. Naja, müsst ihr jetzt auf meinem OnlyFans vorbeischauen, falls ihr das ganze Video sehen wollt. Nö. Irgendwie sieht das richtig weird aus. Vor allem, Digga, ich glaube, ich habe dieses andere viel zu viel mitgenommen. So eine fette Tasche und Rucksack und einen Pokerkoffer. Weiß ich nicht, ich krieg nicht mal die Tasche zu. Aber, ganz wichtig, feuchtes Toilettenpapier, Jungs. Auch im Urlaub muss gut geschissen werden. Wir haben einen fairen Deal gemacht. Er tankt, ich bezahle. Wie viele Liter hast du? Fucking, wird eine 100er Rechnung. Ganz wichtige Sache, wir haben PS5 mit. Und mir ist gerade eingefallen, kurz vor knapp, dass ich Luft die Controller vergessen habe. Hey, wo soll ich die Uhr haben, Digga? Scheiße. Hab ich vergessen, Digga. Scheiße, Digga. Das da müssen wir jetzt nochmal zurück. Digga, sag mir bitte, ich hab's. Ja, Digga, ich bin aber auch wirklich dämlich. Kleiner Zwischenstopp. Wir hatten gerade eine Meldung, dass irgendwie die Luft... Was war für eine Meldung? Ich habe keine Ahnung von Autos, Digga. Auf jeden Fall müssen wir Luft checken, weil sonst könnte ein bisschen kritisch werden. Und irgendwo höre ich es ja plätschern. Stefan! Wuhu! Hier plätschert's aber. Oh ja, nee, das muss ich zensieren, scheiße. Freunde, ich habe absolut keine Ahnung, ob dieser Vlog gut wird, ja. Ich weiß nicht. Ich vergesse immer zu filmen, aber ich will eigentlich so einen coolen Vlog machen, aber eigentlich... Digga, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hab ein bisschen Geduld mit diesem Vlog. Zum Ende hin wird der besser, ja? Ich muss erst mal wieder ins Vloggame reinkommen, versteht ihr? Und ich brauche Alkohol. Bis jetzt habe ich noch nichts getrunken. Meine Kumpels haben schon getrunken. Ah, die trinken mächtig, wirklich. Hallo, ich bin der Gabby und das ist mein erstes Bier. Und ich bin der Stefan, das ist ebenfalls mein erstes Bier. Es ist 10 Minuten später und das ist mein zweites Bier. Ja. Nein. Ich dachte, du säufst schon wieder. Nein. Schade eigentlich. So, Freunde. Kleiner Zwischenstopp. Wir haben hier gerade Imbiss und Grill gefunden. Mal gucken, ob das Schmackhof hat. Es gab kein Mc's oder Burger King mehr auf dem Weg. Deswegen mussten wir jetzt hier hin. Schmackhof hat's. Sieht gut aus hier. Oh ja. Irgendwo hier random an irgendeiner Straße haben wir das gefunden. Das ist es, oder? Das ist es. Och, ey, da könnte ich mich jetzt drin verlieben, ne? Wir sind angekommen, wir haben einen wilden Tiefgaragenparkplatz und werden jetzt mal die Buchte suchen, packen kurz aus. Die Shisha ganz unauffällig, halt ich dich bedeckt. So Freunde, wir sind angekommen, da wo wir, hab ich nicht gerade erst gefilmt in der Tiefgarage? Auf jeden Fall sind wir angekommen. Digga, es ist so laut hier schon wieder. Ich zeige euch kurz unsere Buchte. Was haben wir gezahlt, 700? Du hast bezahlt. Ich habe bezahlt, also ich habe auf Live Linus bezahlt, weil ich mache ja ein Video. 700 irgendwas plus dies und das. Für 4 Personen 5 Nächte. Das ist eigentlich sehr strong für das, was wir bekommen haben, weil, schaut es euch an, hier ist das Schlafzimmer, wo ich und Stefan schlafen, den ihr schon noch kennenlernt. Ja, sieht echt nice hier alles aus. Großer Schrank, dies, das. Dann haben wir hier das Bad mit Dings und Dings und Dings und sogar entspannter Dusche. Wird für mich ein bisschen scheiße, weil ich riesig bin. Nicer Spiegel, dann Garderobe, Küche, auch sehr entspannter Reno. Alles relativ neu irgendwie. Und der Kühlschrank ist groß, da passt viel Bier rein, das ist schon mal... Nee, ist ja wirklich schon Bier drin. Küche wirklich einwandfrei. Dann hier so ein Esstisch und eine fette Couch, wo die anderen beiden drauf schlafen. Dicker Fernseher, wo Fußball, PS5, alles drauf gebaut wird. Sogar eine Klima, die ganz wichtig werden kann. Haben wir schon auf 21 Grad gemacht, die kühlt gerade runter. Und ganz entspannt haben wir hier natürlich auch eine Terrasse. Digga, hä? Geht das auf? Ich hab das Ding nicht mehr auf. Ging das auf, Jungs? Ja, gut. Auf jeden Fall hier, das ist so sieht's aus. Hier ist unser Bereich.
Aber hier sieht man halt die anderen direkt, das ist ein bisschen nervig. Jo Jungs, wir sind hier gerade ein Stück rumgelaufen und wir haben direkt den Ort gefunden, wo ihr mich niemals sehen werdet. Doch, vielleicht vorne an der Tischtennisplatte. Oder hier, da kann man sich hinlegen. Ich bin so am Ackern hier, Jungs, das glaubt ihr gar nicht. Meine Rückenschmerzen sind schon fast wieder weg. Und eine Wiederholung mehr. Und zack. Und zack. Anstrengend. Zack. Los hier. Freunde, ich sag's auch, wie es ist. Im Urlaub müssen auch direkt als allererstes immer Prioritäten gesetzt werden. Fick dich. Erstmal Prioritäten gesetzt werden. PS5 ist angeschlossen. Digga, und der Fernseher, ne, der ist, das ist ein super Ding. Von Samsung so ein richtig fettes, geiles Teil. Ich bin so da, Jungs. Ich bin im Urlaubmodus. Ich bin richtig im Urlaubsmodus. Kevin, bist du auch im Urlaubsmodus? Das kommt so safe rein, sag ich dir, wie es ist. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zum Strand. Ich filme irgendwie fast alles mit dem Handy, sag ich euch jetzt schon, wie es ist, weil Handy ist einfach immer dabei. Kamera wird ab und zu mal rausgepackt, mal gucken. So, Freunde, wir checken gerade ein bisschen die Gegend aus. Ist eigentlich ganz chill hier. Wir waren gerade auch schon am Strand, habe ich aber vergessen zu filmen. Wir machen morgen so ein bisschen Strandtag und so. Ja, auf jeden Fall gucken wir mal gerade ein bisschen rum. Jetzt ein bisschen einkaufen oder abends was essen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich fühle mich schon wieder ein bisschen komisch, weil ich hier vlogge. Aber eigentlich muss ich jetzt das mal langsam anfangen durchzuziehen, richtig extrem zu vloggen. Ich bin auch schon die ganze Zeit, ich habe Tinder hier geöffnet. Ich bin hier am Suchen nach Ladies, nach Leuten. Ich will hier Leute kennenlernen, ich will hier Freunde kennenlernen. Ich mache dann noch eine Insta-Story, damit ich vielleicht hier irgendwelche Leute habe. Ich will keine Damen kennenlernen, aber ich will Damen zu meinen Kollegen holen. Zu ihm zum Beispiel. Oder hier. Oder hier, Stefan, komm, zeig mal, wie geil du bist. Aber sollte eigentlich. Sollte ganz interessant werden, ja? Was denn, ne? Wir sind gerade einkaufen. Aber irgendwie ist ja alles gefühlt halb leer, Alter. Warum gibt's denn nichts? Wir wollen Chips. Oh! Wir sind jetzt hier lecker essen. Bier, ich trinke Radler, fällt was gar nicht auf. Ich glaube, das Konzept von dem Tisch ist ein bisschen schwierig. Gucken, ob alle Pizzen hier hinpassen. Ich habe das Gefühl, hier kommt irgendwas nicht mehr. Hä? Digga, wir sitzen hier seit 5 Minuten, die Pizza von ihm kommt einfach nicht. Ich glaube, hier wurde jemand vergessen. Okay, wir fangen jetzt an. Das ist zwar ehrenlos, aber wir sitzen seit 5 Minuten. So, Freunde, Essen war gut. War wirklich sehr gut, oder? Hat geschmeckt, ne? Und bei dir so? Essen war einwandfrei. Digga, das Theater ist 20 Minuten zu spät bekommen, wirklich. Es war einfach nur amüsant. Ja, nee, aber kann man nichts machen, ne? Die Wichtigsten bekommen ja Essen. Vorher hat er nur gesagt, oh, die ist aber süß, der gibt Trinkgeld. Dann hat sie das Essen nicht gebracht. Traumhaft. Wunderschön. Wir sind noch ein bisschen am Strand. Und das genießen wir. Sieht schon sehr sexy aus hier. Wir laufen hier gerade ein bisschen rum. Ganz entspannt. Digga, ist aber auch dieses andere kalt. Es ist jetzt ein bisschen Abend zu spielen, auf ganz klassisch ein bisschen FIFA, PS5 mitzunehmen in Urlaub war sehr big. Ich bin übrigens das rote Team, falls jemand fragt. Du das weiße, oder? Folgende Problematik. Ich möchte jetzt duschen gehen in unserer Unterkunft, aber mir wurde gerade mitgeteilt, dass von meinem Kollegen, der gerade vor mir duschen war, dass angeblich das warme Wasser nicht geht, ja? Und das ist wirklich sehr kacke. Deswegen nehme ich euch jetzt mit, nehme das auf. Ich würde sagen, ich hab so einen kleinen Schniedel. Digga, wir sind so dumm. Hier ist so ein Heizding. Und der hat einfach das Ding runtergeklappt und hat hier drauf gedrückt. Jetzt müsste es ja heizen eigentlich. Digga, ich fick doch alle. Ich hab mir gerade fast mein halbes Leben abgefroren. Ist ohne Scheiß, ne? Es ist doch scheiße. Ich kann euch zeigen. Wollt ihr ihn sehen? Ich zeige euch live. Freunde, ich glaube, es ist jetzt auch endlich mal Zeit, ein Zeichen zu setzen. Die Männer hier kommen jetzt zum Einsatz. Die werden schon mal hier platziert. Oh ja, da sehe ich mich jetzt. Alter, Leute, guckt euch mal die tschechischen Biere an. Wir sind Polen, ne? Ach so, das ist ja Polen. Wir chillen hier übrigens gerade in so einer entspannten Runde. Ich bin gerade kurz ein bisschen hier, ich muss kurz was einstellen. Wir trinken ein bisschen Bier und rauchen Shisha. Es ist schon wieder, eigentlich kann man im Urlaub, eigentlich ist es schon sehr stark. Falls ihr euch übrigens fragt, wie unser Kühlschrank am ersten Tag aussieht, wir haben einfach schon den halben Bierkasten leer getrunken. Haben ein bisschen Wodka, ist das, weil man muss auch was trinken. Morgen gibt es Nudel-Bolognese, ein paar bisschen Energies, ein bisschen Cola. Ach, ich habe gar nicht den Einkauf gezeigt von vorhin.
wieso mache ich so eine Scheiße eigentlich? Hallo Freunde, wir liegen jetzt auf Full Homo im Bett zusammen und gucken TikToks. Ich bin eigentlich gerade schon fast eingeschlafen gewesen, aber ich muss ja vloggen. Boah, das ist so unangenehm mit dem Licht. Auf jeden Fall, war's das mit dem ersten Tag? War eigentlich ganz chillig, oder? Ich glaube, ein wilder Urlaub. Ja. Und dann kam eh bloß noch sinnloses Gelaber. Freunde, das war's mit dem ersten Vlog des Urlaubs. Ich weiß nicht, ob ich mehrere Tage lieber zusammenpacken sollte und so 20 Minuten Vlogs machen sollte. Ich dachte mir, ich probiere einfach jetzt mal beim ersten Vlog euch den ersten Tag zu zeigen. Die nächsten werden halt noch viel geiler. Deswegen probieren wir es mal so. Gebt gern Feedback in die Kommentare, wie ihr die Vlogs in Zukunft haben wollt. Ob ich weniger reinschneiden soll, ob ich mehr reinschneiden soll. Ich habe keine Ahnung, ich bin so raus aus dem Vlog-Game. Die Tage folgen sehr viele Vlogs aus dem Urlaub.